Wie du aus einem Spam-Kommentar eine Kooperationsanfrage machst, das erkläre ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Udo und du schaust So geht Bloggen. Heute habe ich diesen Kommentar erhalten. Ich habe die wichtigsten Stellen ein bisschen verpixelt, aber ansonsten ist der genauso original in meinem Postfach gelandet. Wenn dein Blog schon eine gewisse Relevanz erreicht hat, dann wirst du diese Art von Anfragen kennen. Wenn du noch relativ neu bist, mach dir keine Sorgen, der Tag wird kommen und dann hast du dir hoffentlich diesen Tipp gut zur Seite gelegt. Die meisten Blogger ärgern sich über solche Art von Anfragen und löschen die einfach, gehen dann vielleicht in irgendwelche Facebook-Gruppen und heulen sich da aus. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, wie du damit umgehst. Also wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich einfach löschen und sich innerlich ein bisschen ärgern. Was ich hingegen mache, ist, ich nehme mir diese E-Mails und leite die weiter an das Unternehmen, in dem Fall hier ist es ja ein Hotel, was in dem Kommentar gefeatured wird, also wo der Link letztendlich hingeht. Und diese E-Mail, die versehe ich dann mit einem kleinen Hinweis, dass die SEO-Agentur, die da beauftragt wurde, doch ein bisschen arg plump dabei vorgeht, externe Links zu sammeln. Und schreibe dann noch dazu, falls Interesse an einer sinnvollen Kooperation bestehen würde, könnte man sich ja gerne mal zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was man da auf die Beine stellt. Und dann lege ich noch mein Media Kit dazu. Da sind alle Daten, Fakten und auch meine Konditionen drin und schicke das Ganze dann an das Unternehmen. Mit dieser Strategie hatte ich tatsächlich auch schon einige Male Erfolg und ich glaube, da gibt es drei Punkte dafür, warum das der Fall ist. Der erste Grund ist, dass dieses Unternehmen ein grundsätzliches Verständnis für Online-Marketing und die Relevanz von Online-Marketing hat. Sonst würde man nicht hingehen und eine externe SEO-Agentur damit beauftragen, irgendwelche Backlinks einzukaufen. Der zweite Grund ist, dass man durch die SEO-Agentur ja einen gewissen Trust schon erhalten hat. Die SEO-Agentur ist da hingegangen und hat meinen Blog oder dann in dem Fall deinen Blog ausgesucht und den für relevant begutachtet, bewertet. Ja, weil man hat ja schließlich versucht, halt einen Backlink zu setzen auf das Unternehmen, was den Auftrag gegeben hat. Und somit hat man halt schon einen gewissen, also man muss sich nicht erklären, warum der eigene Blog gut für eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ist. Und der dritte Grund ist, dass so ein bisschen, ja, ich nenne den mal schlechtes Gewissen Grund. Also man möchte natürlich auch irgendwie vermeiden, dass in irgendwelchen Gruppen schlecht über das Unternehmen gesprochen wird. Vielleicht sogar ein böser Shitstorm ausgelöst wird oder dergleichen. Und wenn man jetzt den Blogger, der sich da meldet, ins Boot holt und mit dem eine seriöse Kooperation eingeht, dann macht man den ja im Grunde zum Partner und dadurch vermeidet man dann eventuell auch, dass irgendwo schlecht über einen gesprochen wird. Jetzt kann man natürlich hinterfragen, möchte ich mit solchen Firmen überhaupt zusammenarbeiten, die irgendwie da so komische Link-Spam-Praktiken benutzen, um irgendwie ihr eigenes Ranking zu verbessern. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass die meisten Unternehmen gar nicht wissen, was so eine externe SEO-Agentur da überhaupt treibt, beziehungsweise die können das überhaupt gar nicht bewerten. Und von daher gehe ich ganz gerne Kooperationen mit solchen Unternehmen ein, wenn ich den Eindruck habe, dass da keine böse Absicht dahinter steckt, sondern einfach Unwissenheit. Und ich kläre die da gerne auf und arbeite dann auch durchaus mit solchen Unternehmen zusammen. Warum auch nicht? Also probier es gerne mal aus und gib mir Feedback, ob es und wie es bei dir funktioniert hat. Ich habe für diesen Channel hier eine neue Facebook-Gruppe gegründet, wo jeden Donnerstag Quick-Win-Tag ist, wo genau solche Tipps gepostet werden dürfen. Und wenn du auch solche Tipps hast oder mehr solche Tipps erfahren möchtest, melde dich gerne in der Gruppe an. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten like gerne dieses Video und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt den Kanal, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie dein Blog erfolgreich wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss und Ciao, ciao.